Hey Leute, es gibt mal wieder ein Deck-Profile. Es wurde nachgefragt, hey, kannst du mir mal einen Überblick bzw. kannst du mir mal ein Deck-Profile geben von deinem kürzlich gezeigten D-Hero Plant Deck? Okay, kann ich gerne machen, sage ich. Hatte ich sowieso höchstwahrscheinlich vor. Ja, und wir gehen das Ganze mal durch. Main Deck, 40 Karten, wie man es von mir in der Regel kennt. Wir haben logischerweise einen Broken BLS. Dann haben wir den Klon als Dark Form von Natura Cherries, Cherries in Mato. Erzähle ich nochmal, wenn es durch Kampf zerstört wird, dann darf ich mir bis zu zwei Wandre in Matos vom Deck specialen. So, dann Dandelion, Wild Plant Deck, dann ein Dark Armed, zwei The Breeze. Ein Defender, nee, Triple Diamond Dude, Double Malicious, Double Veiler, den einen Stratos, OTK Stopper, Gods, eine Lone Fire, Doppel Tomato, ein Plague, ein Snowman Eater, eine Spore, Doppel Ryo, eine Track, eine Allure, ein Dark Hole, Triple Destiny Draw, logischerweise, ein Foolish Storm, Mind, Broken Reborn, One for One, Recycling Pot of Greed und Double Duality. In meinem Extra Deck habe ich Alley of Justice Kateste, ein BRD, ein Dark End Dragon, ein Formel, ein Gaia, ein Gungnir, einmal den Androiden, Orient, Red Dragon Archfiend, Scrap Dragon, Stardust Dragon, Thought Ruler Archfiend. Das war der Synchro-Part und der Exit-Part. Halt Excalibur, Maestro und Utopia. Jetzt könnte sich natürlich einer die Frage stellen, hey, warum spielst du überhaupt diese Level 8er, die man eigentlich eher selten sieht? Das liegt einzig allein daran, dass ich derzeit auf dem, ja, ich will es mal als Trip betiteln, oder auf dem Zug bin, dass ich halt Level 8er jetzt, beziehungsweise Decks, die relativ gut Level 8 raushauen können, außerhalb von Dragunities oder Flamwell, Magician, Dog, Sachen halt. Sowas in der Richtung. Also ich bin gerade dabei, so mit Malicious und Destiny Draw wollte ich sowieso mal wieder was arbeiten, also hey, warum nicht? So, wir gehen das Ganze nochmal durch. Warum und wieso? Broken Luster Soldier, obviously, because he's broken. Dann Cherry and Mato, das hat man glaube ich in dem einen Video gesehen. Starthand, Cherry and Mato und mein Gegner zerstört durch Kampf, Cherry and Mato und ich habe sofort ein Instant Dat auf dem Feld, prinzipiell. Dandy, weil Plant Engine, Debris, logischerweise auch Plant Engine. Dann die 6 Ziele für D-Draw, weil wir gucken uns das Ganze mal an. Destiny. Ha, haben wir hier. Also meiner Meinung nach die besten Destiny Hero Monster sind logischerweise Melee, Diamond Dude, Dasher, Defender und Doom Lord. Warum nicht Doom Lord oder Dasher? Also Dasher finde ich kommt als Deaddraw. Ich habe nicht so viele Karten, die was abschmeißen. So. Ich spiele keinen Dark Wrather, also von der Hinsicht ist er logischerweise nicht bei. Doom Lord war ich noch im Überlegen, ist natürlich ein weiteres Ziel für D-Draw logischerweise. Aber ich bin der Meinung, also ich war auch schon, ich hätte ihn auch schon fast reingenommen, aber das lag nämlich an einer Sache. Wenn er ein Ziel für Debris wäre, dann würde ich ihn ganz klar für einen Diamond Dude kicken. Ist aber nicht, deswegen Triple Diamond Dude. Dann Destiny Hero Defender. Halt weiteres Ziel. Und plus mit Debris habe ich sogar einen Play. Wenn Defender im Grave ist, kann ich Defender durch Debris specialen. Geh ich dann auf Exit 4, auf Maelstrom oder Utopia, je nachdem, auf was ich gerade Bock habe. Ja, und dann habe ich wenigstens auch so ein Play. Muss er. Mit Debris musst du ja nicht Synchro machen. Meistens machst du es, aber im Prinzip kannst du das auch so machen. Oder beziehungsweise so handeln. Dann, also Diamond Dude, eigentlich nur als Ziel, beziehungsweise als Beater. Oder eventuell, dass man, keine Ahnung, den gegnerischen Stratos
zu einem Excalibur machen kann mit Mind Control in Kombi. Melee, ganz klar, also einer der besten Destiny Heroes, die es derzeit gibt, die im Rated-Bereich legal sind. Auch wenn es nur zwei sind, immer noch super. Zwei Wailer, um BLS halt, also Wailer ist sowieso, dürfte jedem klar sein, der das Monster, was BLS so flexibel macht in jedem Deck. Es ist einfach unglaublich. Und halt Tuner auch noch, Ziel für One for One und so. Stratos sucht mir meine Helden, beziehungsweise meinen Helden, den ich gerade brauche. Vielleicht habe ich gerade einen D-Draw auf der Hand, passt. Gods, brauche ich nichts zu sagen. OTK-Stopper plus den Token kann man auch noch schön versinken zu einem Achter, keine Ahnung. Scrap Dragon, Stardust, Sword Ruler, eventuell sogar Red Dragon Arch, je nachdem wie die Situation ist. Lonefire, klar, ich habe genug Ziele, ich kann Tomato kann ich holen, was in den wenigsten Fällen passieren wird. Inmato, Dandy, Spore, alles ist möglich. Weil das hier ein Melee ist, ist logischerweise Plague Pflicht. Ich war am überlegen, ob ich E-Teller Engine reinnehme, aber da es hier ein D-Hero Plant Deck ist, fällt die Psychic Engine oder beziehungsweise die E-Teller Engine aus. Snowman Eater, ganz klar, ich möchte nicht millen. Plus, ich habe mit dem Breezen Play mit eben, gehe ich auf Gungnir. Ist, denke ich mal, auch klar. Spore ist natürlich Pflicht, dass ein Plant Deck ist. Ryo, der stunt einfach so krass, nicht kein Adding. Und plus eine interne Special negieren, was will man mehr? Track genauso, für Gods, ich war mir überlegen, zwei zu nehmen, aber zwei sind, denke ich mal, ein bisschen viel bei den Zaubern. Ich spiele, wie gesagt, fallenlos. Allure auch, gucken wir mal durch, wie viele Ziele. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, jetzt rein hypothetisch betrachtet, ich habe 15 Ziele, je nachdem, was ich auf der Hand habe, muss man natürlich gucken. Ich werde natürlich versuchen, den Plague nicht zu bannen. Ich habe auf Tourguide Engine auch verzichtet, aus dem Grund, dass Sang and Band ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwo ein Econ mit eingeflochten. Also ohne Sang and ist für mich Tourguide im Prinzip tot hier, auch wenn ich auf Levi ergehen könnte und den Plague wiederholen könnte, aber finde ich, isn't really worth it. Dark Hole, Staple, Destiny Draw in dem Deck logischerweise auch Staple, Foolish, ich habe so viele Sachen, die sinnvoll wären, sei es ein Licht oder ein Dark, meistens ist es ein Licht, für BLS-Futter reinzunehmen, sei es, wenn ich einen Debris Play habe, Dandy zu Foolishen, oder wenn ich Bock habe, einen Gungnir raushauen, den Snowman Eater zu Foolishen, den Plague zu Foolishen, Melee, so viele Sachen, oder einfach ein weiteres Ziel für Spore ranzuholen, indem ich einfach die Tomate oder die Lonefire einfach mal Foolish. Wo waren wir? Foolish, Storm, Staple, das hier ist ein Exceed Synchro Deck, deswegen ist Mind Control auch für dieses Deck Staple. Reborn, always Staple, because it is broken. One for One, auch Staple für Plant Decks. Einmal den Recycling Pot of Greed, bei dem viele Monster aufkommen. Und speziell, da es ein Plant Deck ist, ist der auch Pflicht. Und Doppel Duality. Ich war am Überlegen, vielleicht einen Kaios reinzunehmen, aber das war's. Side Deck, wisst ihr ja, mache ich ja in der Regel nicht. Weil das Deck ist eigentlich nur für Singles gedacht. Matches spiele ich damit gar nicht. Und wenn ich hier Matches spiele, dann werde ich ja logischerweise nicht sein. Wenn ich es auf dem Turnier halt für mich intern spiele, dann werde ich halt die Standardsachen halt reinnehmen. Krähe, Eisenmauern, obwohl Eisenmauern eventuell hier ein Problem sein könnten. Halt Sonnensachen, Smashing Ground, sowas alles, ne? Also, vielleicht dritten Wailer, Maxi, keine Ahnung. Muss man selber sehen, auf was man Bock hat. So, dann gehen wir nochmal hier das Extra-Deck durch. Achso, auf Diamond Dude Effects sollte ich noch zu sprechen kommen. Ich habe ja eigentlich nicht so viele Ziele. Wir gehen mal durch. Ich habe 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, wenn ich mich jetzt... Ja, es sind alle... Ich sehe es gerade. Ich sehe es jetzt erst gerade. Es sind 13 Normalzauber. Ich habe 13 Ziele für Diamond Dude. Wer es nicht wusste, ich mill durch Diamond Dude. Ich mill durch Diamond Dude eine. Wenn das eine normale Spell ist, dann bleibt die im Grave. Wenn nicht, dann geht die Karte wieder auf Bottom Deck zurück. Und dann in meinem nächsten Zug in
einer der Main Phases, ja, in einer der Main Phases kann ich halt den Effekt von der gemillten Normal Spell aktivieren. Kann, nicht muss. Und das Allerwichtigste ist, ich aktiviere die Karte. Das heißt, ich muss keine Kosten bezahlen. Das heißt, ich mill Destiny Draw, ich ziehe zwei Karten ohne abzuschmeißen, ich mill Alue. Dann, logischerweise, weil das Ganze ein Effekt ist, muss ich ziehen, aber immer noch banishen. Ich kann Duality-Effekt machen, darf aber immer noch specialen. Pot of Avarice ist der ganze Effekt ein Effekt. One for One darf ich einfach so specialen, ohne abzuschmeißen und so weiter und so fort. Der Rest ist eigentlich ohne Kosten. Mindstorm, Hole, Reborn, Foolish sind eigentlich logischerweise keine Kosten, weil gar keine Kosten, die, wo man denken könnte, das können Kosten sein, enthalten sind. So, ich gehen wir noch mal durchs Extra-Deck durch. Katastor, logischerweise Non-Dark, Hate und halt logischerweise Staples Level 5. Da ich hier, denke ich mal, nicht so die Junk-Synchron-Engine hier oder beziehungsweise sehr viel synken wird in einem Zug nutzen werde, deswegen habe ich auf den Hyper verzichtet und bin auf den Android gegangen. Black Rose ist so ziemlich stable, brauche ich nichts zu erklären. Dark and Dragon ist halt geil, um so einen nervigen Scheiß wie Gachi, Zen Mains oder irgendwas in der Richtung halt loszuwerden. Formel halt einfach Dandy Tokens plus Level 1 Tuner, meistens One for One, und Dandy ist ja eh gleich Formel. Also das ist auch der einzige Weg mit Dandy Tokens und einem Level 1 Tuner hier an Formel ranzukommen, zumindest wenn ich nicht das gegnerische Deck ausnutzen würde. Dann Gaia halt, um Level 6er ranzukriegen. Gungnir hier habe ich erklärt. Debris plus Snowman Eater. Orient Dragon für mich selber ein Level 6 Stable geworden. Und halt die 8, die 4 übrigen Synchro 8 halt, weil ich gerade einfach Bock drauf hab, Decks zu erstellen, oder beziehungsweise die. Ich habe gerne Options auch so. Also ich bin gerade halt auf dem Trip, die zu erstellen, wo ich Level 8 Monster raushauen. Ich meine, wo sieht man heute denn heute noch einen Red Dragon? Sword Ruler finde ich sowieso richtig geil. Also ist halt der Stardust-Ersatz. Ich meine, wie oft wird ein Stardust überrannt von keiner von einem Gaia Knight oder irgendwas ähnliches? Da ist die, Gefahr. Ich hoffe, ihr seht das gerade nicht. Mich schreibt mal wieder jemand an. Sekunde. Ich hoffe, ihr seht das hier gerade nicht. Aber ist okay. Offline. So. Anyways, wo war ich? Also so viele Dinge zielen an. Dino Rebel zum Beispiel. Also wenn der die Summon halt überlebt, dann ist es meistens. Hat man denn schon gute Karten? Jetzt nur mal einem krassen Beispiel. Icarus Attack hat auch keine Chance gegen Sword Ruler. Du zahlst einfach 1000 und weg ist. Ja, und das war es eigentlich größtenteils hier. Also ich bin derzeit noch am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwo einen Karius einarbeite, vielleicht einen Diamond Dude weg, aber ich brauche halt Ziele für Destiny Draw. Das ist halt der springende Punkt. Und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, irgendwie Ideen oder so, was könnte man reinbauen, bedenkt aber bitte, das hier ist Destiny Hero Plans. Und ich möchte hier nach Möglichkeit keine E-Teller Engine, denn das Deck ist schon so voll, sonst hätte ich locker noch ein paar Fallen, mindestens eine Warning reingebaut, aber es ist schon so voll, man braucht so, bin ich zumindest der Meinung, man braucht das alles. Ja, und wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video wieder. Also bis dann und ciao.